Hallo und good morning. Heute ist Sonntag. Ich mache mich gerade fertig und dann gehen wir zum Frühstücken. Wir wollten heute eventuell wieder in dasselbe Restaurant oder Frühstückslokal wie gestern gehen. Es ist ganz in unserer Nähe und wie man sehen kann, scheint die Sonne sogar. Heute steht auf dem Programm, dass wir wissen eigentlich noch gar nichts, was wir machen. Wir haben heute bis 9 Uhr, glaube ich, geschlafen, 8:30, oder? Ah ja, stimmt. Bis 7:30 geschlafen. Bist du gut eingeschlafen gestern? Ja, du auch? Ja. It's nothing new, but it's so good to see you. Das ist mein Outfit auf der Vormittag, weil wir gehen jetzt eben frühstücken und wir wollten uns danach nochmal umziehen. Ich habe mir einmal so einen Top angezogen und so einen Bulli drüber. Der Pulli ist, wie ich euch schon davor gezeigt habe, von Chiquelle und den trage ich einfach so. Dann habe ich mir noch solche Zöpfe gemacht als Frisur. Wir sind jetzt fertig mit dem Frühstücken. Ich habe einen French Toast genommen mit Nutella und Erdbeeren und Aliana hat ein Chia Pudding, eine Scheibe Toast, Avocado und Poached Eggs. Und alles, was man sonst so nehmen kann, habe ich alles gegessen heute. Das war sehr gut. So einen schönen zweiten London-Tag. Es war so toll und jetzt holen wir uns nach Hause und gehen schlafen. Genau. Es ist jetzt 12 Uhr und wir haben alles erlebt, was wir heute erleben wollten. Wir sind irgendwie wieder so im Chiller-Mode. Es hat angefangen zu regnen. Und das war ein Witz, also falls Sie das nicht verstanden haben. Mit 12 Uhr ist es 12 Uhr vormittags. Mittags. Genau. Wir ruhen uns jetzt noch kurz aus und dann geht's weiter. Und wir hoffen, dass der Regen weggeht. Und vielleicht drehen wir noch die TikToks. Die Regenvorhersage für die nächsten Stunden. Immer Regen? Mhm. Okay, dann können wir auch gleich hier bleiben. Nein, aber wir können losfahren. Dann haben wir die Busfahrt eh noch dorthin. Und dann können wir 1-2 Secondhand-Läden gehen. Und dann... Ja, und wie wird das Wetter morgen? Sonne. Okay, ja, dann verschieben wir das Shopping auf heute. Das ist auch eine gute Idee. So, wir sind jetzt hier angekommen. Das ist das Westfield. Oh, hier ist ein Fotoshooting. Das ist das Westfield Shopping Center. Und hier gehen wir dann ein bisschen schauen. Zuerst holen wir uns noch ein paar Snacks. Klappt hier irgendwie nicht. Ich habe jetzt ein Kaffee und eine Pizzastücke. Jetzt der Kaffee? Das ist alles. Nee, kommt gleich noch die Pizza. Leute, Aliana hat eine Schlaghose anprobiert. Und es steht dir richtig gut. Das ist schwierig für mich, aus dem Skinny Jeans rauszukommen. Wir haben so einen richtig anderen Jeans-Style. Deswegen dachte ich, Aliana, so probiert mal eine Schlaghose. Und ich finde, das sieht richtig gut aus. Sie ist nur ein bisschen zu lang. Aliana hat sich jetzt noch einen Crepe gekauft. Looks good. G steht für gönnen. Ja. Hallo. Ich sehe ein bisschen durch den Wind aus. Du siehst voll fresh aus. Wir haben wieder was ganz Tolles erlebt, Oha. Ja. Warum gebe ich dir eigentlich die ganzen tollen Stories für deinen Vlog? Wir sind nach Hause gekommen und nachdem wir joppen waren, joppen, haben nach langer Auswahl ein Restaurant ausgewählt, was uns Essen geliefert haben soll. Und dann ist der Typ schon auf sein Fahrrad gestiegen, wie man das meinte. Ich habe sogar mit dem geschrieben. Er meinte, hi, also man musste so einen Code eingeben. Dann habe ich ihm den Code gegeben, dann war das so... War das mir so automatisiert, oder? Nein, da habe ich auch das Gesicht von dem gesehen, also so ein Foto. Und
Also der die Bestellung rausgegeben hat. Und der meinte dann eben, dass ein Fahrer losfährt. Und da ist er gestanden, hi, dein Fahrer. Riech's gut. Dein Fahrer, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der ist jetzt losgefahren mit dem Fahrrad. Und auf einmal, so 10 Minuten später, war nee, einfach... Das war schon 30 Minuten später. Ja, aber halt nachdem der Fahrer da losgefahren ist. Und ich dachte mir, die Bestellung kommt gleich, auf jeden Fall. Wir haben dann eine Nachricht, dass sie storniert wurde und es tut denen leid. Ja, und jetzt sitzen wir hier um 8:30 mit nichts zu essen. Ja. Und keiner Lust rauszugehen. Ja. Wir gehen jetzt runter in die Hotelbar und schauen uns das mal an. Man hat halt gesagt, es ist nicht so schick, ich kann so gehen, wie ich bin. Klar, ist ja egal. Genau. Ich gehe auch mit meiner Pyjama-Hose. Ja, aber die sieht noch schick aus. Nicht wie meine Pyjama-Hose. Die hat aber auch was. Ja. Let's go and find some food. Können wir nach oben fahren? Es ist jetzt 8:40. Dann wärst du jetzt satt gewesen. Ich habe auch nicht krass viel Hunger, aber schon so ein bisschen. Ja, das Even though we both say the same. Das kommt auch komisch, wenn du ihm jetzt hinterherläufst. Und dann ist es vielleicht doch nicht. Er macht sich nachher. Das ist ja safe gewesen, das sieht ja genauso aus, wie haben hier ein Foto gesehen. Ich suche jetzt unseren Uber Eats Fahrer, weil sie meinte, der hat sich bestimmt nur verfahren. Ich war gerade so gestanden. Ich habe gerade so Angst gehabt, dass ich einen Falschen aufgehalten habe. Warum hat der da gewartet? Er wollte da noch weiter rein. Also er wollte da durchs Tor gehen. Ach so. Und ich bin ihm nachgelaufen. Ich so... Wait. Vlogst du jetzt mit meiner Kamera? Ja. Wir haben finally food. Wenn das jetzt nicht gut ist, dann I cry to bear myself. Dann gehe ich hungrig schlafen. Dann ist mir auch alles egal. Warte, wir müssen gleichzeitig Taste-Test machen. Das wäre hier der perfekte Ort für ein Mukbang. Mukbang. Bang. Ja, dazu brauchen wir auch Energie. Ja, true. Das riecht gut. Okay. Ich denke mir nämlich... Willst du einen Menschen danach machen? Okay, jetzt machen wir einen Taste-Test. Und wenn es nicht schmeckt, dann haben wir beide verkackt, weil wir haben beide dasselbe bestellt. Wir haben vegane Burger bestellt. Das Restaurant wissen wir wahrscheinlich beide nicht mehr. Das sah aber ganz okay aus. Hallo, Shop. Ach so. Hey, ich riech nur. Prost. Oh. Irgendwie ist ja nichts drauf. Außer Gurke und Patty, oder? Ja. Aber schmeckt okay, oder? Ja, besser als McDonald's gestern. Da ist halt kein Salat und gar nichts drauf. Mega lecker. Wie findest du das Betty? Das was? Das Patty? Ich hab verstanden, wie findest du das Betty? Also, nicht, ich dachte, du meinst das Bett. Und wäre das eine österreichische Zusammensetzung? Und du meinst eigentlich das Bett hier? Das Betty? Weißt du so? Betty? Dann habe ich mich gefragt, wie du jetzt darauf kommst, wie ich das Bett hier finde. Aber das Patty finde ich auch okay. So, wir haben jetzt fertig gegessen und jetzt schminke ich mich ab und wir machen uns Bett fertig. Ich habe einfach mein Gesichtsreinigungszeug vergessen. Nein. Ja. Ach so, willst du mein Zeug jetzt ausprobieren? Die Haare? Ja. Ja, gerne. Wenn ich wieder zu Hause bin, muss ich meine Haut richtig pflegen. Also ich habe eigentlich richtig viel. So Gesichtsreinigung, danach Toner und so weiter, aber ich hatte keinen Platz mehr. Das Fahrzeug ausleihen.
Heute ist der dritte Tag, heute ist Montag. Und wir haben gestern, wir haben glaube ich eh gefilmt, also wir haben dann gestern noch um 10 oder um halb 10 gegessen, sind dann auch relativ gleich mal schlafen gegangen. Und heute haben wir vor, zu Notting Hill zu fahren. Notting Hill. Und suchen uns da ein Frühstückslokal und gehen da frühstücken. Jetzt machen wir uns fertig. Ich habe mir ein paar Outfits eingepackt, weil ich nicht weiß, was ich anziehen soll. Und da kann man eigentlich ganz gut Fotos machen. Und Outfit-Check vom dritten Tag. Ist von mir jetzt nicht so spektakulär. Ich habe die Hose. Das ist eine Lederhose. Die ist von Hollister. Das Oberteil ist von, ich glaube, Chiquelle. Und der Pulli ist von Boulin Bär. Sieht aber schön aus. Die ist grün. Dankeschön. Und Aliana. Oha, ich auch. Ja, klar. Hi. Ich habe eine neue Hose an, die ich gestern gekauft habe. Die sieht man jetzt nicht wirklich, aber auf den Clips später, am hellen bestimmt. Und den Pulli, der ist von Hollister. Und darunter habe ich einfach nur so ein weißes Shirt an. What would be a day without a Fahrstuhl-Video? Genau. Wir sind jetzt hier in Notting Hill. Oh, wolltest du gerade vloggen? Nee. Die Häuser sehen richtig schön aus. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Frühstückslokal. Holland Park und haben jetzt auch wieder ein bisschen mehr Energie, weil wir was gegessen haben. Und ja, hier ist es richtig schön. Also die Gegend hat es uns bis jetzt echt angetan. Ja. Ist echt richtig, richtig schön. Wir gehen jetzt noch die typischen Notting Hill Filmsachen ab. Yes. Genau. Hier gibt es sogar einen Wasserfall. Ja. Also dann kann ich auch, finde ich es auch okay, wenn man in so einer Stadt wohnt und dann, ja, total, dann in den Park kommt. Wir haben gerade hier ein paar Fotos gemacht, das ist richtig schön. Ein schöner Spot auf jeden Fall. Jetzt drehen wir noch einen TikTok zu Ende und dann haben wir es auch schon. Und dann fahren wir wieder zum Hotel. Wir haben uns jetzt diese Donuts gegönnt. Den Taste-Test findet ihr auf Alianas Channel. Und die werden wir jetzt essen. Wir haben einmal Cookie Dough und einmal mit Buenos. Genau, und einen Eiskaffee haben wir uns auch geholt, beziehungsweise ich. Und Aliana einen Tee. Ganz wild. Du schaust gut aus. Tschüss. Tschüss. Oh Mann. Es war so schön. Es war wirklich schön. Jetzt ist sie weg. So, jetzt bin ich wieder alleine hier. Aliana musste früh los. Upsala. Aliana musste richtig früh zum Flughafen. Sie hätte den Flug um 9 Uhr, glaube ich, gebucht. 9.40 Uhr. Und musste deswegen auch schon um 6 Uhr aufstehen. Und ich bin mit ihr aufgestanden. Habe jetzt auch meine Sachen ein bisschen, also hier mein Koffer bin ich gerade beim Fertigpacken, alles durchschauen. Und ich habe jetzt dann auch noch ein Gruppenmeeting. Weil es sich nicht anders aus. Oh. Weil es zeitlich her nicht passt, weil ich erst um 4 ankomme und die anderen aus meiner Gruppe haben danach keine Zeit mehr und wir haben morgen eine Präsentation und genau deswegen müssen wir heute nochmal miteinander telefonieren. Das machen wir jetzt, aber ich habe eh genug Zeit. Es ist jetzt 10 vor 7 und genau um 7 haben wir eben dieses Gespräch. Das ist ja bei uns daheim dann 8 Uhr. Das ist eigentlich ganz fein mit der Zeitverschiebung.
Und ja, ich bin schon ein bisschen traurig, dass Aliana jetzt weg ist, weil jetzt haben wir wirklich eine Long-Distance-Friendship. Es war so schön, also es hat richtig gut gepasst zwischen uns und ja, es war auch irgendwie nie, also als würden wir uns gar nicht kennen. Es war richtig, richtig schön und ich bin so froh, dass ich das gevloggt habe, damit ich immer wieder auf diese Erlebnisse zurückschauen kann. Und ich glaube, ich muss das auch alles erst ein bisschen verarbeiten, weil es waren doch, es waren 3 ganze Tage, aber dafür sehr viel Action. Und genau, ich habe das alles noch gar nicht so realisiert, dass ich wirklich jetzt in London sitze gerade. ja, ich packe jetzt auf jeden Fall weiter und melde mich dann wieder. Koffer ist gepackt und ich gehe jetzt los. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Hello, hello! Ich bin wieder back at home in Innsbruck. Ich hatte einfach den Schlüssel vergessen und musste dann nochmal umsteigen mit dem Bus, zur Jakobs Arbeit fahren, den Schlüssel holen und bin jetzt aber endlich hier. Ich habe es mir hier schon ein bisschen gemütlich gemacht, weil ich muss jetzt ein bisschen was machen. Ich habe euch ja erzählt, dass ich morgen eine Präsentation habe. Meine allererste Live-Präsentation, die gehe ich dann durch, aber davor mache ich die E-Mails. Und ich bin jetzt noch ein bisschen produktiv und dann chill ich. So, ich bin geduscht und meine Haare sind gewaschen. Ich habe jetzt die ganze Zeit noch hier die Präsentation geübt, weil ich habe ja morgen eine Live-Präsentation, aber ja, ich wollte diesen Vlog hier beenden, weil ich glaube ich einen neuen Vlog für die Uni anfange. Auf jeden Fall, hoffentlich hat euch der Vacation-Vlog Teil 2 auch gefallen und ich würde mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich da auch sehr freuen. Ich werde den Abend heute mit Jakob verbringen, also wir werden ein bisschen am Laptop schauen und genau, ich freue mich schon sehr. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Bye!